Mir ist aufgefallen, dass Menschen tatsächlich sehr unterschiedlich auf Warnsignale des Körpers reagieren, also auf Entzündungen und zum Beispiel auf Zahnfleischbluten. Ja? Deswegen möchte ich in diesem Video kurz die Frage beantworten, wie gefährlich ist eigentlich Zahnfleischbluten und natürlich auch, wenn das Zahnfleisch nicht blutet, ist dann automatisch alles in Ordnung? Das erfahren Sie gleich. Mein Name ist Dr. Reinhard Dittmann, ich bin hier in Potsdam niedergelassen in der Praxis für Zahnerhaltung. Mein Praxispartner Professor Sien, unser gesamtes Team und ich sorgen dafür, dass unsere Patienten mit 80 noch 10 mit 18 haben. Und wenn das für Sie auch interessant ist, dann abonnieren Sie auf jeden Fall diesen Kanal. Und heute geht es nochmal um das Thema Zahnfleisch. Sie wissen, Parodontitis ist ja eine Zahnfleischerkrankung, ist die Hauptursache für Zahnverlust bei Menschen ab 40. Ja, und das blutende Zahnfleisch ist natürlich ein Symptom für eine Entzündung, also sprich für eine Zahnfleischentzündung. Aber was hat jetzt die Zahnfleischentzündung mit der Parodontitis zu tun? Und was hat das Bluten oder Nichtbluten des Zahnfleisches für einen Einfluss auf die Haltbarkeit Ihrer Zähne? Das wollen wir kurz besprechen. So. Ja, und Auslöser, ich sag mal, dieses Videos war ein Patient, der gestern zu mir kam, mir erzählte, dass er seit 8 Jahren nicht beim Zahnarzt war. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, in welchem Zustand ist Ihr Zahnfleisch? Und er sagte, ja, es blutet manchmal, wenn ich Zähne putze, ja, manchmal mehr, manchmal weniger und so. Und ich merkte irgendwie, das hat ihm gar keine Sorgen gemacht. Ja, und ich denke mir, wenn ich mich am Kopf kratzen würde und dann würde es losbluten plötzlich, ja, so eine profuse Blutung, dann würde ich mir vielleicht Sorgen machen, dass irgendwas nicht okay ist. Aber wenn Zahnfleisch blutet, das nimmt man halt so hin, ist halt so, ja, hat man schon mal gehört, haben andere Menschen auch, ist ja nicht so schlimm. Okay, also was ist da tatsächlich los? Also grundsätzlich können Sie davon ausgehen, wenn irgendein Gewebe auf Berührung anfängt zu bluten, dann ist es entzündet. Ja, ein gesundes Gewebe blutet nicht einfach los, nur weil Sie es mal berühren. So, das heißt, auf jeden Fall ist da eine Entzündung, wenn es blutet. Ja? Und jetzt ist aber die Frage, wo ist die Entzündung? Ja, ist es nur das Zahnfleisch oder ist es auch der Knochen? So, und tatsächlich, nur anhand der Blutung können Sie das überhaupt nicht wissen. Ja? Wenn das Bluten durch eine Zahnfleischentzündung kommt, wo nur das Zahnfleisch, aber nicht der Knochen entzündet ist, dann haben Sie tatsächlich gar kein Problem. Ja? Dann müssten Sie im Grunde genommen eine professionelle Zahnreinigung machen lassen und dann wäre hinterher mit hoher Wahrscheinlichkeit das Bluten wieder weg. Ja, denn die Ursache für diese Blutung oder für die Entzündung sind Bakterien. Das möchte ich ganz kurz Ihnen nochmal zeigen. Ja, wir haben hier den Zahn und Sie sehen, das Zahnfleisch liegt diesem Zahn nur lose an. Ja, in so einem Bereich von 1 bis 2 mm, wenn es gesund ist. Ja, dann können wir hier mit der Messsonde das sondieren, können messen, wie tief kommen wir da rein. Und wenn wir so bei 2, maximal 3 mm sind, dann haben wir mit hoher Wahrscheinlichkeit noch keine Parodontitis, also noch keinen Knochenabbau. So, es kann einfach sein, dass hier das Zahnfleisch entzündet ist, weil hier Bakterien sind, sogenannter Biofilm. Ja, Biofilm ist eine Zusammenlagerung von verschiedenen Bakterien in so einem Schleimfilm, ja, in so einer Matrix. Und der Nachteil des Biofilms ist, dass er durch das Immunsystem und auch durch Antibiotika zum Beispiel nicht angreifbar ist und auch nicht durch Mundspüllösung beseitigt werden kann, sondern der kann nur mechanisch beseitigt werden. Und das können Sie in zugänglichen Bereichen natürlich mit der Zahnbürste machen. Aber es gibt natürlich viele Bereiche hier unterm Zahnfleischhand, da kommen Sie selbst nicht dran. Deswegen ist es wichtig, da eine professionelle Zahnreinigung regelmäßig zu machen, um diesen Biofilm zu entfernen und eben entzündungsfreies Zahnfleisch zu haben. Es kann aber auch sein, wenn das Zahnfleisch blutet, dass es nicht nur oberflächlich entzündet ist, sondern eben auch weiter in der Tiefe. Ja? Dass Sie also schon einen Knochenabbau haben. Auch in diesem Fall kann das Zahnfleisch natürlich mit entzündet sein, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sogar. Und dann wird es auch bluten. Das heißt, anhand der Blutung können Sie nicht unterscheiden, ist das eine harmlose Zahnfleischentzündung, die umkehrbar ist, ja, wo Sie den gesunden Zustand durch eine Zahnreinigung wiederherstellen können. Oder ist es schon eine Parodontitis, bei der schon ein Knochenabbau passiert ist, der nicht mehr umkehrbar ist. Das heißt, der Knochen, der abgebaut wurde, kommt dann nicht wieder. Im schlimmsten Fall geht er sogar weiter und am Ende fällt der Zahn oder mehrere Zähne dann einfach raus. So, aber jetzt haben wir die Frage geklärt, okay, was ist, wenn es blutet? Aber die Frage ist ja, was ist eigentlich, wenn es nicht blutet? Ja, ist dann alles in Ordnung automatisch? So, und da kann ich Ihnen leider keine Entwarnung geben. Ja, es gibt häufig die Situation, dass wir eine Parodontitis haben, dass also der Kieferknochen sich abbaut. Ja, und wir vielleicht schon 4, 5, 6, 7, 8 mm tiefe Zahnfleischtaschen haben. Vielleicht zeige ich Ihnen noch mal ganz kurz, wie sich das dann entwickelt. Nicht? Also wenn Sie dann hier diese Krusten, diese Ablagerung auf der Wurzeloberfläche haben, haben Sie natürlich hier eine sehr starke Infektion. Ja, das anliegende Zahnfleisch ist natürlich dann auch heftig entzündet und der Knochen baut sich immer weiter ab. Ja, und das Endstadium ist natürlich dann irgendwann der Zahnverlust. Aber die Frage ist jetzt, muss das jetzt hier oberflächlich zwingend bluten, wenn Sie da jetzt Zähne putzen, wenn Sie da drankommen? Antwort, nein. Ja, es gibt gerade bei Menschen mit Durchblutungsstörungen, bei Rauchern häufig,
ist das so, dass das Zahnfleisch einfach nicht blutet, obwohl da eine Parodontitis vorliegt, obwohl sich der Knochen weiter abbaut. Ja, und so kann man sich in einer Scheinsicherheit wiegen. Ja. Man putzt seine Zähne und es blutet halt nicht. Man denkt, alles ist okay. Aber in Wirklichkeit baut sich unterm Zahnfleisch der Knochen weiter ab und die Zähne fallen irgendwann raus. So. Das heißt, das Symptom Zahnfleischbluten sagt Ihnen eigentlich nicht viel. Ja. Also wenn es blutet, dann sagt es Ihnen zumindest, dass eine Entzündung da ist. Ja. Sie wissen aber nicht, ob das oberflächlich ist oder ob das auch schon in der Tiefe ist. Ja, also sprich, ob Sie eine Zahnfleischentzündung oder eine Parodontitis haben, das wissen Sie nicht. Und wenn es nicht blutet, dann wissen Sie auch nicht, ob Sie gesundes Zahnfleisch haben, ob Sie entzündetes Zahnfleisch haben oder ob Sie eine Parodontitis haben, die vielleicht einfach bisher nicht erkannt wurde. So, also das Symptom Zahnfleischbluten, wenn es blutet, sollten Sie sich natürlich Sorgen machen, weil dann ist irgendwas nicht okay. Wenn es nicht blutet, dann können Sie sich nur dann zurücklehnen und entspannen, wenn ein Zahnarzt oder eine Dentalhygienikerin ihre Zahnfleischtaschen gemessen hat und es auch beim Messen nicht blutet, ja, und auch keine Zahnfleischtaschen tiefer als 3 mm sind. Ja, also das ist quasi die Voraussetzung dafür, dass wir sagen können, das Zahnfleisch ist gesund, ja, wir haben keine tiefen Taschen und auch auf Sondieren, sprich bei Berührung, blutet das Zahnfleisch nicht. Ja, das sind die Kriterien für gesundes Zahnfleisch. So, dann vielleicht noch einen letzten Punkt zum Thema Zahnfleischbluten. Ja, also viele Menschen nehmen natürlich das Symptom ernst und sagen, okay, mein Zahnfleisch blutet, ich muss irgendwas unternehmen. Jetzt ist die Frage, was unternehmen Sie denn jetzt? So, und dann kommen viele Menschen auf die Idee und benutzen Mundspüllösungen, fangen an mit Öl ziehen und so weiter und versuchen einfach das Symptom zu bekämpfen. Ja, aber das wissen Sie natürlich aus der übrigen Medizin auch, dass man unterscheiden muss zwischen Ursache einer Erkrankung und dem Symptom, das Sie am Ende spüren. So, und wenn Ihr Zahnfleisch so entzündet ist, dass es blutet, dann kann das viele verschiedene Ursachen haben natürlich. Das eine ist natürlich ein bakterieller Biofilm unterhalb des Zahnfleischrandes, den Sie selber nicht reinigen können. Aber es kann natürlich auch was mit Ihrem Stoffwechsel, mit Ihrer Abwehrlage zu tun haben. Ja, das kann sein mit Ihrer hormonellen Lage, also schwange Frauen zum Beispiel, haben häufig eine erhöhte Blutungsneigung aufgrund der Hormonumstellung im Körper. Ja, aber es kann auch sein, dass Sie einfach eine zu entzündungsfördernde Ernährung haben, ja, dass Sie einfach zu viel tierische Omega-6-Fettsäuren zum Beispiel essen oder viel zu wenig marine Omega-3-Fettsäuren essen, dass Sie vielleicht zu viele kurzkettige und prozessierte Kohlenhydrate essen und zu wenig Abwehrstoffe haben, weil Sie zu wenig Gemüse essen zum Beispiel, zu wenig Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente haben und vielleicht auch zu wenig Eiweiß essen. Also es gibt viele Ursachen dafür, dass in Ihrem Körper einfach die Entzündungsneigung erhöht ist. Und natürlich können Sie da auch mit entsprechendem Lebensstil dagegen wirken, mit entsprechender Ernährung, auch natürlich mal vielleicht mit einer Messung von Vitaminen im Blut. Ja, das empfehle ich immer, natürlich auch mal das nachmessen zu lassen und natürlich auch mit Nahrungsergänzung. Ja, gerade im Bereich von Vitaminen und Omega-3 ist es häufig notwendig, eben auch mit Nahrungsergänzung zu arbeiten, um einfach die Entzündungsneigung des Gewebes sozusagen zu verringern. Und gerade in der Mundhöhle zeigt sich das natürlich sehr früh, ja, in welchem Zustand der Stoffwechsel ist, weil wir einfach eine besondere Belastung haben in der Mundhöhle aufgrund dieses Biofilms. Also Sie haben sonst, abgesehen davon, Sie haben künstliche Gelenke oder künstliche Herzklappen, haben Sie sonst diese Oberflächen nicht im wässrigen Milieu, wo sich ein Biofilm bilden kann. Ja, das heißt, haben Sie nur im Mund, nur auf den Zahnoberflächen bildet sich dieser Biofilm. Das heißt, da ist einfach das Gewebe einer besonderen bakteriellen Belastung ausgesetzt. Und wenn Ihre Abwehrlage nicht die beste ist, dann zeigt sich da natürlich die Entzündung zuerst, sodass der Zahnarzt im Grunde genommen auch der Erste ist, der alarmiert sein sollte, wenn da in Ihrem Stoffwechsel irgendwas nicht stimmt und man irgendwie feststellt, okay, trotz guter Mundhygiene, trotz optimaler Zahnpflege blutet das Zahnfleisch, dann stimmt häufig irgendwas mit dem Stoffwechsel nicht und Sie sollten einfach mal über Ihren Lebensstil nachdenken beziehungsweise da einfach mal Nachforschung anstellen, ob in Ihrem Körper mit dem Immunsystem soweit alles in Ordnung ist. Und um nochmal auf die Frage der Symptombekämpfung zu kommen, ja, wenn Sie jetzt also Zahnfleischbluten haben und Sie versuchen jetzt das Symptom zu bekämpfen, also das heißt ja, Sie würden jetzt zum Beispiel eine Mundspüllösung benutzen, Sie würden Öl ziehen, ja, damit können Sie natürlich das Symptom bekämpfen. Ja, das heißt, oberflächlich wird sich das Zahnfleisch dann erholen, wird vielleicht gesünder. Natürlich können Sie da auch Bakterien und so weiter entfernen aus der Zahnfleischtasche oberflächlich. Aber was Sie nicht schaffen mit keiner Maßnahme, die Sie selber zu Hause durchführen, ist, dass Sie eben Ihren Stoffwechsel verbessern. Ja, durch
durch eine Mundspüllösung oder durch Ölziehen. Und sie kommen natürlich an den Biofilm und an diese Krusten unterhalb vom Zahnfleischrand gar nicht dran. Ja, also die müssen wirklich professionell entfernt werden. Das können Sie zu Hause nicht schaffen, dafür brauchen Sie einen Zahnarzt oder im besten Fall eine Dentalhygienikerin. Bei uns machen das in der Praxis Dentalhygienikerinnen, weil die einfach sowas von spezialisiert sind. Kein Zahnarzt ist, ich sag mal, so spezialisiert auf die Entfernung von diesen Ablagerungen wie Dentalhygienikerinnen, weil die einfach den ganzen Tag nichts anderes tun, als eben Zahnfleischbehandlung durchzuführen. So, und die müssen das eben entfernen, mechanisch tatsächlich, diese Ablagerung abkratzen von der Wurzeloberfläche, um es mal ganz drastisch zu sagen, um dem Gewebe eine Heilung zu ermöglichen. Ja, weil solange diese Ablagerungen da sind, kann das Gewebe nie wirklich heilen. Und selbst wenn sie die Symptome überdecken mit Spüllösung, mit Ölziehen, dann wird sich eben an dem, ich sag mal, Grundzustand der Erkrankung ja nicht so wahnsinnig verändern. Sie können natürlich die Reaktion Ihres Immunsystems auf die Bakterien verbessern. Ja, also je besser Ihr Immunsystem funktioniert, je stärker Ihre Immunabwehr ist, umso weniger dramatisch werden die Schäden und der Knochenabbau durch den Biofilm, durch die Bakterien ausfallen, das ist ganz klar. Im Idealfall haben Sie natürlich eine Kombination aus einem gesunden Stoffwechsel und einer möglichst geringen Bakterienbelastung. Ja, das versteht sich fast von selbst. Wenig Belastung und hohe Widerstandsfähigkeit führt immer dazu, dass irgendwas lange hält. So, wenn Sie natürlich wollen, dass Ihre Zähne möglichst lange halten, dann müssen Sie einfach dafür sorgen, dass Sie wenig belastet werden, sowohl durch Kaukräfte als auch bakteriell, und dass Sie eine hohe Widerstandsfähigkeit haben. Das heißt, die Zähne müssen entsprechend eine hohe Stabilität für sich genommen haben und Ihr Immunabwehr muss möglichst gut sein. Also letztendlich ist Zahnerhaltung relativ banal, was das Grundprinzip angeht. Und ich hoffe, dass Sie jetzt Zahnfleischbluten ernst nehmen, wenn es denn blutet, und dass Sie aber auch, wenn es nicht blutet, Ihr Zahnfleisch kontrollieren lassen von Ihrem Zahnarzt oder von der Dentalhygienikerin, nachmessen lassen, ob die Taschen nicht sozusagen erhöht sind, die Taschentiefen, und ob es auch nicht blutet beim Sondieren, weil nur dann haben Sie die Gewähr, dass Ihr Zahnfleisch wirklich gesund ist und Ihre Zähne mit einer hohen Sicherheit eben Ihr Leben dann auch durchhalten. Das war's für heute. Ich freue mich auf das nächste Video. Machen Sie es gut. Ihr Dr. Reinhard Dittmann.